wünsche ich einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum ersten Forex Pro Systeme Live Trading Webinar im Jahr 2021. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und freue mich, dass wir auch dieses Jahr mit Thorsten Helbig zusammen diese Webinarreihe veranstalten können. An der Stelle, bevor ich zum Risikohinweis komme, wünsche ich natürlich ein frohes und erfolgreiches Jahr und vor allen Dingen viel Gesundheit. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Trading und freue mich, dass Sie wieder live dabei sind. Dann schauen wir uns, wie schon angesprochen, kurz den Risikohinweis an, denn auch dieses Jahr dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Daran ändert sich nichts, unabhängig davon, was uns Thorsten heute mitgebracht hat. Okay, gut, dann, lieber Thorsten, natürlich auch an dich nochmal gerichtet, ein frohes neues Jahr. Wir haben uns zwar schon gesprochen, aber es soll an dieser Stelle nochmal sein und ich übergebe gerne den Bildschirm und wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Also, ich muss ja mal gucken, den Bildschirm sortieren hier. Upp, upp, upp. So, den dürftet ihr jetzt sehen, glaube ich. Ja, guten Morgen. So, da ist er. Wir können anfangen, der Lutz ist da. Guten Morgen in die Runde und natürlich das Übliche. Ein gesundes Neues. Anfangen möchte ich für die, die hier nicht dabei waren, die uns noch nicht kennen, die letztes Jahr vielleicht nicht dabei waren, mit einem kleinen Rückblick. Erstmal muss ich der, nein, muss ich mir selber, nein, muss gar keinen. Wollte ich ja sagen, muss ich den Nelson einen Minuspunkt ins Heft machen, weil er klaut mir jetzt gerade einen Urlaubstag. Normalerweise haben meine Frau und ich beschlossen, so wie jedes Jahr, dass wir diese Woche, die erste Januarwoche, in der Regel nichts tun, weil bis zum 6. gibt es meistens nichts zu tun und sind in der Regel im Urlaub. Aber man hat mich dann gestern freundlicherweise darauf hingewiesen, dass wir heute früh Webinar machen und für Nelson und für, ach nee, nicht für Nelson, für euch tue ich doch fast alles. Fast alles. Ich habe ganz bewusst kein Hemd angezogen heute, damit das Gelästere aufhört, ne? Aber meine Eseltasse ist immer noch da. Ein kurzer Rückblick auf das letzte Jahr und ein kurzer Ausblick auf dieses Jahr, bevor wir uns hier dem widmen, weil solange wir hier dazwischen rumturnen, zwischen der 10 und der 44 haben wir eh noch nicht viel zu tun. Ein kurzer Rückblick, mal gucken, ob ich die Tabelle noch offen habe hier. Ich hoffe. Jetzt ist sie weg. Das ist jetzt ein bisschen doof. Wir haben am Wochenende hatten wir unsere Performance auseinander gepflückt und haben in dieser Performance mal unter anderem auseinander gepflückt, betrifft uns dieser ganze Steuermist, den wir da irgendwie haben, den uns der rote Olaf eingebrockt haben, betrifft er uns oder betrifft er uns nicht. Wir haben genau für diese Geschichte ein paar Sachen haargenau auseinandergepflückt. Wer da dran Interesse hat, ob es ihn betrifft oder ob es ihn nicht betrifft, der kann uns eine Mail dazu schicken. Wir haben oder sind gerade dabei, ein fertiges Formular zusammenzusetzen, welches wir euch dann gerne zur Verfügung stellen können, wo ihr berechnen könnt, betrifft es euch oder betrifft es euch nicht, wenn es euch betrifft, in welcher Form. Wir haben
auch da die komplette Performance von letztem Jahr mal auseinandergepflückt. Und dort gibt es in bestimmten Größenordnungen gar keine Bedenken, die wir äußern müssten oder äußern könnten, weil wir mit dem, mit den Setups, mit denen wir hier handeln und das letzte Jahr vor allen Dingen gehandelt haben, überhaupt nicht in die Bedrulle kommen, mehr als 20.000 Verlust zu generieren und die zu versteuern oder versteuern zu müssen. Ich will darauf jetzt gar nicht so groß eingehen, sondern wir haben ein Jahresziel von 2.000 Punkten jedes Jahr. Das haben wir jedes Jahr avisiert. Wir haben ein Tagesziel von 12 bis 15 Punkten. Wir haben ein Wochenziel von 50, ein Monatsziel von 200 und ein Jahresziel von 2.000 Punkten, welches wir hauptsächlich hier mit unserem Regelwerk Euro Pro erreichen wollen, auf das wir auch gleich hier zu sprechen kommen. Das ist das mal vorausgeschickt. Es ist bekannt, mit welcher Größenordnung wir handeln, wie wir den ganzen Kram berechnen, wie wir das alles handhaben. So als Faustformel sagen wir immer, wir arbeiten mit einem Stop von 8 bis 10 Punkten und fahren ein Risiko von 2%. Dieses vorausgesetzt ist, dass wir, wenn ich eine ganz einfache Rechnung aufmache, dass wir bei 2% Risiko ein 10.000-Euro-Konto mit circa 2,5, sogar mit 3.000 Standard-Lots, mit 3 Standard-Lots, nicht 3.000, sondern mit 3 Standard-Lots handeln dürfen. Einfache Rechnung. Wir sind bei 1,23 hier im Euro-US-Dollar. Wenn wir 10.000 Euro im Konto haben, sind das 12.300 Dollar. Ich runde mal auf 12.000 Dollar. 12.000 Dollar sind 2% von 12.000 Dollar sind 240 Dollar. Und wenn ich 8 Punkte Stop habe und die 240 durch 8 teile, lande ich bei 30 Dollar pro Punkt. 30 Dollar pro Punkt entspricht genau einer Handelsgröße von 3 Standard-Lots. Wenn wir ein Ziel haben von 2.000 Dollar, entspricht das einem Jahresziel, wenn ich das mal 30 nehme, entspricht das einem Jahresziel von 60.000 Dollar. Das ist unser Anspruch, den wir an den ansatzweise. Im DAX handeln wir viel kleiner. In der Regel mit maximal 10 Dollar pro Punkt, je nachdem, wo wir den Stop hinsetzen müssen. Aber wie gesagt, dafür haben wir gerade ein Tool in Entwicklung, was wir euch gerne zur Verfügung stellen. Eventuell sogar schon nächste Woche. Ich weiß gar nicht, haben wir nächste Woche miteinander zu tun, Nelson, oder hast du mich nächste Woche ausgesperrt? Erstmal ist nicht geplant, aber wir können es gerne machen. Kein Problem, wie du möchtest. Nächste Woche turnt er nämlich dann irgendwie mit der Konkurrenz rum. Ne? Das heißt Konkurrenz, chancenlose Mitbewerber. Ne? okay, schauen wir. Also wir stellen euch das gerne zur Verfügung. Da kann man da drauf schauen. Wir sind letztes Jahr weit abgeschlagen, weil wir im Euro-US-Dollar nicht 2.000 Punkte realisiert haben, sondern über 5.000 Punkte realisiert haben. Wir haben über 5.000 Punkte eingefahren. Die Verlustquote oder die Verlustpunkte, also realisiert, im Gewinn haben wir über 6.000 Punkte und wir haben unter 500 Punkten Verluste realisiert, so dass das Ergebnis beides miteinander verrechnet bei circa 5.000 Punkten lag. Eine genaue Aufstellung stellen wir euch gerne in der Nachfassmail von diesem Webinar hier zur Verfügung. Im DAX ist es ähnlich. Und wir haben gestern einen Artikel dazu verfasst. Danke an dieser Stelle mal an denjenigen, der mir die Geschichten dann auch so schreibt, dass man es versteht und nicht mit meinen Rechtschreibfehlern da drinne. Das ist nicht, weil ich nicht schreiben kann, sondern weil ich manchmal sehr schnell tippe. Und im Adler-System, also Zweifinger-Suchsystem hier auf der Tastatur,
Ich weiß nicht, ob das gestattet ist, Nelson, müsstest du mir sagen, aber wenn wir heute oder morgen diese Nachfassmail rausschicken, würde ich diesen Artikel für die Berechnung und so weiter gerne da dranhängen, wenn das für dich okay ist. Ist in Ordnung. Okay, dann mache ich das als PDF fertig. Ich schicke es Nelson zu und ihr bekommt eine Nachfassmail hier mit dem Artikel, mit der Berechnung und auch der Performance von letztem Jahr. Okay, dieses vorausgeschickt schauen wir als erstes mal auf unsere Analyse hier von gestern. Weil es geht ja immer darum, dass wir morgens unseren Plan einzeichnen. Für heute habe ich schon ein bisschen was vorbereitet, noch nicht zu viel, weil ich mache das liebend gerne mit euch zusammen. Ich packe mir morgens immer zu bestimmten Zeiten meine Linien hier, meine Zielbereiche rein, die da zu dienen, dass wir an den oberen Linien hier uns Short Setups suchen bei Umkehrformation und dann bei und an den blauen Linien hier unten, dass wir uns Long Setups suchen bei einer Umkehrformation. Dazu baue ich mir, Nelson hat das ja vorhin ganz richtig gesagt, im Risikohinweis, es ist ja keine Handelsempfehlung, sondern ich erkläre hier ja nur, was ich mache. Und mein Ziel ist es, mein erstes Ziel ist erstmal einen Kaffee zu bestellen, ne? So eine leere Tasse ist ja nicht schön, ne? Gestern kam der noch von rechts, gestern war das noch schön. Oh, gucke, da kommt er schon. Oh. Einfach so, von ganz alleine. Kommt dein Kaffee geflogen. Sehr schön. Mein Ziel ist es hier, euch und vor allen Dingen meine Community, meine Leute, die uns nun schon seit Jahren begleiten, an die Hand zu nehmen und den ganzen komplizierten Kram, der draußen irgendwie rumflattert, wegzulassen. Das heißt ja nicht, dass das soll nicht heißen, oder bitte nicht so interpretieren, dass das scheiße ist. Jeder Kram hat seine Berechtigung da draußen, aber die meisten Händler verlieren die wichtigen Punkte aus den Augen, weil man zu viele komplizierte Linien, Wolken, etc. irgendwo drin hat und sich dann kaum noch orientieren kann. Ich für meinen Teil halte es mit der Börse ganz, ganz einfach. Und das hier war unser Setup von gestern. Und jetzt gucke ich mal, ob ich mal den Plan, weiß nicht, ob der Andreas hier ist, von der Küste, darf ich dein Bild von gestern hier verwenden? Ich hoffe, der ist da. Der Andreas J. aus der Lübecker Kante. Da ist er, okay. Das okay haben wir. Wir haben da. Das ist so eine Art Bild, mit dem wir morgens arbeiten. Dieses Bild habe nicht ich erstellt, sondern dieses Bild hat jemand bei uns aus der Gruppe erstellt für den gestrigen Tag. Wir haben dazu, ich kann es glaube ich sogar ein bisschen größer machen hier, damit auch der Lutz was sieht. Wir haben hier oben die 1,2325, 1,2346 und dazwischen hat er sich noch eine dicke Linie, die 53 eingezeichnet. So ist der Spaß. Hier oben an der 46 bis zur 53, bei mir die 56, also 46 bis 56, dass wir in diesem Bereich shorten werden. Und eventuell diese Nummer von da schon nach unten durchziehen bis zur 66 oder maximal oben von der 76 kommend. So erstellen wir uns unsere Bilder und das hat der Andreas gestern für unsere Gruppe auch dementsprechend getan.
Wir sehen die 46, 46 bis 56 hatten wir dort drin und dazwischen noch eine Linie und unten. Welche Marke war unten gefragt? Wer hat sie sich gemerkt? Der Lutz hat sie sich aufgeschrieben, das weiß ich. Ich muss nämlich das, was er mir erklärt, auch immer aufschreiben. Es ist bei uns ein Geben und ein Nehmen, ne? Er lernt bei uns handeln oder er handelt mit uns, weil er kann ja schon eine ganze Menge. Er handelt mit uns und dafür lerne ich bei ihm Brot und Brötchen backen, ne? Dank Corona. Dass draußen alles nichts wird, dann wären wir Bäcker. Unten hatten wir die 1,2266. Das heißt, um das mal klar zu machen, wir haben dort das Hoch an der 49. Ich rufe nochmal den Plan in Erinnerung. Dem war nämlich nichts hinzuzufügen. Wir haben die 46, wir haben die 53. Dazwischen liegt genau, oder die 47 und die 53, dazwischen liegt genau die 50. Und wir haben das Tageshoch hier bei 49,1. Das war genau dieses Hoch. Und genau an diesem Punkt hatten wir hier, nehmen wir mal das Fadenkreuz, genau um 12:30 Uhr gestern Mittag hatten wir die Chance. Wir hatten gestern Morgen hier um 8:30 Uhr das erste Mal die Chance. Die habe ich auch genutzt. Da ist er hier oben hochgelaufen bis an die 45,3, also ein Punkt unter meinen Zielbereich. Diese Zielbereiche erkläre ich gleich, wie wir die handeln. Und ich erkläre auch, wie man dazu kommt. Diese Nummer habe ich das erste Mal mitgenommen. Dann ist er hier runtergelaufen. Und ich bin hier leider Gottes mit einem kleinen Gewinn in dem Rücklauf rausgeflogen. Diese Nummer hier habe ich verpasst. Dann habe ich hier diese Umkehr da am Mittag dort mit einem sauberen bärischen Engulfing. Kann man das erkennen? Oder muss ich es größer machen? So. So besser. Okay. Hier ganz kurz drüber geloopt, wieder zurück. Wir haben den Zielbereich bei der 46,5 und wir haben den Close bei 47,9, also ganz knapp unter dem, ganz knapp hier den Zielbereich und dann dieses bärische Engulfing. Wir schalten gleich mal um auf den 1 Minuten oder gucken uns das mal im 1 Minuten an. Dann ist er runtergelaufen und hier bin ich wieder Break-Even rausgeflogen. Dann die nächste Umkehrformation, die habe ich dann genutzt. Da bin ich nicht Break-Even rausgeflogen und hatte dann hier die Nase voll, als er hier runtergelaufen ist und konnte diese Position mit 20 Punkten schließen. So war der gestrige Tagesverlauf. Ich habe sie hier geschlossen. Ich weiß gar nicht, ob man sowas hier sagen darf, aber wir haben jemand bei uns in der Community, der brennt selber Schnaps. Und der hat mir zu Weihnachten eine Probe geschickt und das mussten wir ja einfach mal probieren. Und deswegen ging es mir gestern nicht so gut. Und dann sollte man sich auch mal zurückhalten, wenn man irgendwie einen Abend vorher böse gelumpt hat, ne? Aber im Urlaub darf man das auch mal. Nachdem dann meine Nerven irgendwo nachgegeben haben, habe ich hier diese Position mit 20 Punkten geschlossen. Es war so klar, als ich die Nummer. Ja, ich kann auch sehen. Nachdem ich hier diese Nummer geschlossen habe, ist er direkt nachher runtergelaufen. Wir hatten unten, der Markus hat aufgepasst, wir hatten unten das Ziel eingezeichnet. Da, deswegen habe ich gestern Morgen auch nichts dem hinzugefügt. 1,22,66,5. 1,22,66,5. Und wir haben das Low bei 1,22,65,3. Wer also mit dem Take Profit, so wie unser Andreas das gezeichnet hat, bei 1,22,66, wo 67 seinen Take Profit hingelegt hat, ist hier haargenau mit dieser Nummer
von der 49 kommend, diese Geschichte von hier oben nach unten durch. Haben wir im Liftpaket aber leider nicht gesehen, nur den Plan von Lutz. Dann gucken wir doch mal, ob wir den Plan von Lutz, der Lutz ist ja da, darf ich deinen Plan auch verwenden? Weil wir wollen ja hier mal zeigen, wie wir arbeiten. Okay, dann suchen wir mal noch den Plan von Lutz raus. Zack, da haben wir ihn. So, aber auch dieser Plan, auch wenn er nicht bis zur 66 geht, auch dieser Plan sagt genau das Gleiche aus. Er einfach sagt bei der 46, im Bereich 46, 56 Short und dann bis wenigstens bis zur 94. Mein Plan ging sogar bis zur 54. Aber so erstellen wir morgens unsere Pläne. Es geht hier auch nicht darum, dass wir hier die Millionen scheffeln, sondern uns geht es darum, ganz konstant hier jeden Tag 10, 12, 15 Punkte einzufahren. Nicht mehr und nicht weniger. Wenn man dann aus so einer Rutsche hier noch ein paar Punkte gut macht, dann sollte man nicht sich freuen, dass man so viel Kohle hat und dass man vielleicht so viel eingefahren hat, sondern lieber dran denken, dass man den Rest der Woche dann frei machen kann. So, und dann diese Umkehr hier unten direkt 22, 66, 65, 3 war das Tief und danach sollte es wieder hochgehen und genau diese Nummer hat er hier auch sauber gemacht. Diesen Plan erstellen wir in der Regel morgens. Ich erstelle morgens in der Regel für mich zwischen 6 Uhr und 7.30 Uhr, je nachdem, wann ich an meinem Schreibtisch sitze. Ich setze mich immer erst hin, wenn der Kaffee fertig ist. Ne? Diese Linien, die wir hier einzeichnen, die werden in unserem EuroPro-Template hier, werden die morgens automatisch eingezeichnet. Zeige ich euch gleich. Werden die automatisch eingezeichnet und daraus bauen wir uns dann unseren Tagesplan. Es kommt natürlich auf die Stoppsetzung an. Sagst du auch etwas dazu? Ja, ich, zur Stoppsetzung sage ich gleich was dazu. Und der Günther sagt, bin auch im Lift, befehlen aber leider noch die Slack-Channels, somit nichts mit Analysen für mich leider. Doch, die Analyse für den, ach so, du, der Slack-Channel für die Schnupperer, für die Börsenlift-Paketler, dort war der Plan von Lutz, der lag da drinne, doch. Und dem Andreas werde ich die Möglichkeit geben, dass er seine Analysen, wenn er das macht, dass er seine Analysen auch bei den Börsenliftern mit reinlegen kann, wenn er das, wenn er sich dazu bereit erklärt. Das sind alles freiwillige Leistungen von Mitgliedern bei uns, weil wir arbeiten hier ja miteinander. Ne? Die anderen Channels stehen allen zur Verfügung, die Vollpaternoster sind. Die, die kein Vollpaternoster sind, sind im Schnupperkanal. Dafür dürfen sie ja dann auch schnuppern. Also, ich sag mal, das war unser Plan, nämlich hauptsächlicher Plan war die Rutsche von da bis da mitzunehmen, beziehungsweise aus dieser Geschichte hier das Tagesziel von 12 bis 14 Punkten machen. Dein Channel im Slack, der ist wahrscheinlich noch nicht freigeschaltet worden, vermute ich mal. Dann fehlt da noch ein Häkchen, wird dann aber im Laufe des Tages eventuell passieren. Wie gesagt, diese Woche haben wir,
gesagt, wir machen noch nicht so viel, weil eigentlich haben wir Urlaub. Okay. Die, das Ziel zu erreichen ist schön. Ich denke, viele gehen hin und arbeiten mit BE beim Tagesziel. Somit kegelt es natürlich einige beim Rücklauf raus. Ja, hat es mich gestern auch. Ich bin jedes Mal, wenn er hier runtergelaufen ist, BE, bin zweimal BE geflogen und der dritte Lauf ging nachher durch und den habe ich hier unten nachher geschlossen, habe gesagt, das Ding hier hat sich für mich erledigt. Jetzt nehmen wir mal diese Kombination hier. Muss nur mal den Tag für heute noch im Blick behalten hier. Ja, noch passiert da nichts. Jetzt nehmen wir mal noch dieses Stück hier dazu. Für die, die sowieso den ganzen Tag davor sitzen und handeln und im Besitz einer Europro-Lizenz sind. An die richtet sich jetzt mal mein Appell. Na komm. Da. So. Schieben wir das ein bisschen rüber. Machen das wieder ein bisschen größer. Sonst sieht der Lutz nichts. Da. So, und dort haben wir den 1-Minuten-Chart. Im 1-Minuten-Chart haben wir hier eine saubere Korrektur in Form eines Kanals, ja, und in Form eines Aufwärtstrendes. Da haben wir das Hoch. Und da haben wir das Tief. So, wenn man sich dieses Bild jetzt vor Augen hält, wir haben hier ein Hoch, ein Korrekturhoch. Ups. Machen wir es so. Mit dem Zeichen ist es nicht immer so einfach. So, wir haben dort ein Hoch. Wir haben hier ein Tief. Wir haben hier ein Tief. Das passt nicht ganz. Da, wir haben hier dieses Tief bei 92,7 und wir haben dieses Tief bei 92,1. Wie nenne ich sowas ganz gerne? Sowas hier. Auf was, auf welche Warten warte ich, auf welche Sachen warte ich? Nämlich genau so ein nachlaufendes Tief, das ist richtig. Dann hätte man diese Formation sogar als Doppelboden einbuchen können. Ab diesem Tief haben wir dann hier ein Hoch. Wir haben hier ein Tief, wir haben hier ein Hoch, wir haben hier ein Tief. Wir sehen schon, wir haben hier ein Tief, wir haben da ein Hoch und wir haben hier ein tieferes Tief. Demnach haben wir diesen Trend hier schon mal kaputt gemacht, haben hier dann allerdings wieder ein höheres Hoch und hier fehlt die Musik. Wir haben gesagt, das letzte Tief der Aufwärtsbewegung sollte gebrochen sein, aber mit Musik. So, und wenn wir das dann zurückziehen hier, dann haben wir genau diese Musik hier. Dieses Tief ist hier mit Musik gebrochen, dann der Rücklauf. Zack. Da haben wir unsere Wolke, Rücklauf an unsere Wolke und dann kam
hier der nächste Schub, so ist man bei der 1,2304. Seine Short-Positionen, die von hier oben kamen, das gucken wir uns gleich an, die von hier oben kamen bis hier unten genau glatt an die 75 durchziehen konnte. Hier ganz klar ein klassischer Euro-Pro-Einstieg nach Regelwerk. Genau da. So, und wer das Schüler-Lehrer-Tool eingeschaltet hat, hier unten, der hat das Gleiche jetzt auf seinem Schirm. Unsere Börsenlüfter und unsere Paternoster dürften das haben. Okay? Da in diesem Bereich. Da hatten wir genau unser Euro pro Einstieg. Das heißt, diese Position, die wir hier gestern Morgen, guckt euch hier, das war unser Einstiegsbereich. Guckt euch das im 1 Minuten an, wie er uns das hier genauso sauber geliefert hat, nach Zielbereich und hier nach Euro pro aufgestockt. Und dann ist man auf der sicheren Seite. Gestern Mittag oder gestern Nachmittag bei Uhr gestern Abend 17:36 Uhr. Das Chartbild müsste bei dir genauso aussehen wie bei mir. Ich bin im 1 Minuten. Wenn du in anderen Zeiteinheiten bist, lieber Lutz, wenn du in 5 Minuten bist oder in 15 Minuten, hast du logischerweise ein anderes Bild. Ich bin hier im 1-Minuten-Chart. Deswegen sieht das vielleicht bei dir anders aus. Hat was mit den Zeiteinheiten zu tun. Okay, das ist unser Regelwerk. Und wenn man dann noch die Kombination fährt und sagt, okay, wir handeln A gleich C, was einer meiner Lieblinge ist, dann sehen wir, dass diese Kombination da, von da nach da, diese Bewegung auf den Tick genau oder auf den Pip genau bis nach unten aufgelöst wurde. Das Einzige, was wir haben, was wir hier an Indikation benutzen zur Unterstützung unseres Regelwerkes, ist unsere Wolke, die ich mir gebaut habe als Hilfsmittel, wo wir hier den Rücklauf an die Wolke haben und dann hier nach unten abdrehen können. Das ist die einzige Unterstützung. Ansonsten arbeite ich hier komplett. Was fällt euch auf? Was fällt euch in dem Chart auf? Nix, ne? Ich arbeite komplett ohne Indikatoren. Ich brauche keine Indikatoren oder sonst irgendwas, weil die nur nach hinten blicken. Ich benutze hauptsächlich unsere Wolke, um den Entry hier einfach zu verfeinern. Alles andere mache ich mit ganz einfachen Mitteln, mit ganz einfacher Geometrie. Mehr nicht, weil Märkte sind in der Regel reproduzierbar. Und reproduzierbare Märkte, die kann man lernen, sich die zu erarbeiten. Ihr habt ja gesehen an den Bildern, die ich vorhin gezeigt habe von Andreas und von Lutz, dass man lernen kann, solche Regelwerke immer wieder zu reproduzieren. Ich habe meine Zielbereiche drin und ansonsten arbeite ich hier nur mit diesen Linien. So einfach ist Börse. Ganz einfach. Mehr braucht normalerweise kein Mensch. Wer viel mehr braucht, der verlässt sich einfach nur auf die Ausführung, auf die Indikation von anderen, weil er zu faul ist, sich das selber zu erarbeiten. Sorry, wenn ich das so deutlich sage, aber das ist es immer wieder. Ich muss jetzt mal ein Telefonat aufführen, was ich gestern Abend noch geführt habe.
Da hat bei uns in der Community hat jemand reingeschrieben, ja, das ist mein Plan und hier mit den Marken und so weiter, aber ich weiß es nicht. Natürlich weiß er es nicht. Es weiß niemand. Und das habe ich dann so ein bisschen auf die leichte Schulter genommen, habe dann etwas humorvoll gesagt, wie, du weißt es nicht. Und ich dachte, wir haben das jetzt. Jetzt haben wir endlich jemanden, der es weiß und der uns hier durchführt. Das war eher humorvoll gemeint. Und dann hat mir aber jemand mitgeteilt, dass diesen Humor nicht jeder versteht, zumal alle angespannt sind wegen der Lage im DAX. Dann frage ich mich, warum ist man angespannt in einer Lage im DAX? Bloß weil der hoch Richtung 14.000 schießt? Nein, deswegen muss man auch nicht angespannt sein. Wenn man ein Regelwerk hat und zu seinem Können, zu seinem Wissen Vertrauen hat, dann muss man nicht angespannt sein, sondern man hat nach seinem Regelwerk entweder was zu tun oder man hat nichts zu tun. Und wenn man einfach irgendwas tut, dann hat man kein Regelwerk. So einfach ist das. Und das hier war gestern genau diese Geschichte. Wir haben leider Gottes, ich hoffe, jetzt fühlt sich keiner persönlich angegriffen. Wir haben genau diese Sachen. Hiernach können wir uns unsere Punkte ganz sauber rauspulen. Egal, ob man nach Zielbereich handelt, von hier oben bis nach unten durchzieht und sich seine 12 Punkte rauszieht, oder ob man die Analyse, weil diese Geschichten, wie man was, wie, wo anwendet, welche Regeln, das kann man auch bei uns lernen. Man kann die Analyse auch bei uns kaufen, um das zu lernen. Dann braucht man nichts anderes. Und wenn man sich darauf verlässt und weiß, dass solche Märkte reproduzierbar sind, dann ist man relativ sicher unterwegs. Wenn man natürlich dann in einem sauvolatilen Markt im DAX hin und her haut und dann eine Position nach der anderen da reinhaut und sagt, ja, ich habe nach den Regeln hier im Euro, sorry, ich bearbeite nicht mit Namen, aber das wurde mir gestern am Telefon dann gesagt, ja, ich habe ja Euro dann dreimal angewendet, habe dann dreimal auf die Nase gekriegt und dann bin ich wieder zurück in DAX. Eingefragt, wie oft hast du im DAX auf die Nase gekriegt? Also da viel, viel mehr. Na okay, im Euro, nach den Regeln, nachdem wir handeln, kriegt man dreimal auf die Nase, dann läuft man weg, geht woanders hin und rennt dann in den DAX. Der DAX, der ist momentan noch gar nicht handelbar. Die Wohler ist jenseits von Gut und Böse und schon gar nichts für im Gänsefüßchen Weicheier. Aber dann rennt man von einem sicheren Regelwerk, welches ich selber seit, boah, wir haben jetzt 21, welches ich hier seit 12, 13 Jahren handle, dieses Regelwerk, was ich immer wieder anwende und immer wieder, und damit haben wir letztes Jahr eine Performance von über 5.000 Punkten gemacht, dieses Regelwerk verlässt man, anstatt es zu lernen, um dann im DAX oder vielleicht so noch im Dow Jones rumzuzocken. Sorry, wenn ich das so sage. Weil ich habe denjenigen auch gefragt, warum bist du da rein, nach welchen Regeln? Naja, da ist er schon mal gewesen. Ja, super Regel. Was ist das für ein Regelwerk, wenn der Kurs da schon mal gewesen ist? Der ist fast überall schon mal gewesen, außer an der 14.000. Derjenige hat mir jetzt auch gerade rein, wir hatten uns gestern darauf geeinigt, er beschäftigt sich jetzt mehr mit dem Euro und seine erste Reaktion ist hier im Chat, DAX bei 14.000. Ich habe den DAX noch gar nicht angeguckt, weil wir hängen noch in dem Plan für heute. Und der ist ausschlaggebend. Nichts anderes. Okay? Ich will hier auch nicht klugscheißen oder ich will hier auch keine Moralpredigt halten. Ich will hier einfach nur damit zeigen, wie einfach es ist, diese Regelwerke anzuwenden. Das ist ein Plan, wenn man dann noch ein bisschen FIBO beherrscht und sagt, okay, die Bewegung, das ist die erste kräftige Bewegung, die er hier gemacht hat. Und wenn man noch ein bisschen FIBO beherrscht, dann sieht man, dass er hier genau am 50er FIBO wieder abgedreht hat. A gleich C dazu, dann habe ich auch mein Ziel da unten. Und dann kann mir doch gar nicht so viel passieren. Ich kann von hier oben starten. Ich habe hier mein Tagesziel. Ich selber habe hier mein Tagesziel realisiert, weil ich Schnauze voll habe, meine 20 Punkte rausgenommen. Und wenn ich dann dieses nächste Regelwerk sehe, dann starte ich hier eventuell neu oder ich habe meine Position von da laufen und kann von hier oben kommen, von der 46 kommen, kann ich ganz sauber hier bei dieser Nummer, bei der 03 hier, da waren wir an unserer Wolke,
Da sind wir zurückgelaufen an die Wolke. Dort wäre der Einstieg gewesen. Von der 43 kommend bis zur 3 sind 40. Das heißt, ich kann meinen Stop für die verdoppelte Position von hier kommend auf die 1,2323 legen, weil der Durchschnittseinstieg 1,2323 ist. Dann passiert mir erstmal nichts. Andersrum kann ich meinen Stop, ich habe hier das Hoch, und wenn ich nach diesem Regelwerk handle, geht mein Stop dahin. Gucken, wo wir landen, bei der 14. 9 Punkte von der, weil wir steigen hier unten bei der 3 ein, stimmt nicht, sind 11 Punkte da. Und von Durchschnittseinstieg bei der 1,2323 bis zur 14 den Stop sind 9 Punkte, liegt dann der Stop im Gewinn. Für die doppelte Positionsgröße ist es genauso, als wenn ich meine Position, meine laufende Position mit 18 Punkten im Gewinn abgesichert habe. Wenn ich dann die doppelte Positionsgröße mitnehme von der 23, von mir aus hier runter bis zur 67, sind das nochmal 33 Punkte dazu. Dann sind wir bei 56 Punkten mit der doppelten Positionsgröße. Dann kann man aus dieser ganzen Geschichte ein halbes Monatsziel an einem einzigen Nachmittag herausziehen. Wie wir das machen, das haben wir gezeigt am Montag. Wer am Sonntagnacht mit uns schon gestartet ist und das Gap Close gehandelt hat, der konnte alleine mit dieser Position 56 Punkte realisieren. Im DAX haben wir die Nummer, das zeige ich aber gleich, im DAX haben wir 300 Punkte rausgezogen von der 13.900 bis zur 13.600. Auch das haben wir auf Slack sauber begleitet. Schauen wir auf unseren Tagesplan von heute. Dazu würde ich zum Beispiel jetzt mal gerne noch eine höhere Zeiteinheit dazu nehmen. Und mehr, um es besser veranschaulichen zu können. Wir sind, wie wir sehen, im H1 in einem ganz stabilen Aufwärtstrend, der sich innerhalb von diesem Kanal hier bewegt. Dieser Kanal ist im Moment hier etwas schmaler geworden, so dass wir, wenn wir jetzt nur auf die Woche gehen, nur auf diese Woche gehen und dieses Jahr vor allen Dingen, dann sehen wir, dass ich ihn wieder rausnehmen muss und neu zeichnen. So, da wollen wir hin. Zack. Und wir bewegen uns jetzt in dieser Geschichte hier. Kommen hier noch ein bisschen zurück. So, wir bewegen uns jetzt hier in dieser Geschichte. Den hier nehme ich raus. Und solange wir uns in diesem Kanal stabil bewegen, sollten wir uns auf Long-Positionen versteifen oder konzentrieren. Das heißt, wir haben die Kanalunterkante im Moment irgendwo bei 1,2280 circa. Das müsst ihr bitte anpassen. Das müsst ihr euch in eurem Chart bitte selber einzeichnen. Nein, ich habe jetzt ganz bewusst keinen Lehrer hier reingepackt, weil dann ist euer Bild noch völlig überladen. Diese Marke hier, die 1,2280 jetzt mal zugrunde gelegt für heute legen, dann sehen wir, dass wir hier unten bei der 1,2290 gucken, ob ich hier den Kanal reinkriege, weil dann habt ihr ihn auch drin. Ja, auch hier werden wir ihn reinkriegen. Noch mehr. So. Dahin. Und
Wir müssen weiter runter. Dahin. So ist er ein bisschen genauer. Wenn wir natürlich die erste Bewegung mitnehmen, dahin, so sind wir noch genauer. Ups, falsche Nummer. Dahin und dann dahin. So, ihr könnt das ja bei euch im Chart noch viel genauer dann hinterlegen. Dann sehen wir, dass hier da. So, dann sehen wir für den heutigen Tag, wird zurückgeschoben, der Knallkopf. So. Dass wir für den heutigen Tag die Möglichkeit immer noch haben, sogar hier unten rauszugehen, wenn er diese Kanalkante unten anläuft. Und daraus ergibt sich für mich ab hier diese Geschichte bis darunter und dann wieder nach oben. Als oberes Ziel haben wir immer noch die 1,25. Wenn wir jetzt unsere Zielbereiche hier mitnehmen, sehen wir sogar, er kann sogar hier unten aus dem Kanal noch einmal ganz kurz rausschießen und dann nach oben abdrehen. Rückschlüsse daraus für mich heute. Wenn wir einen in die rote Strecke, die ich jetzt zeichne, einschlagen sollten, das ist die rote Strecke, ne? Wenn wir die einschlagen sollten, bevor wir hier unten rausgehen, dann hier runter, dann würde ich hier unten, hier oben eine kleinere Long-Position wählen, die nach unten mitnehmen und die hier unten auf Long drehen. Von da unten nach oben auf Long drehen. So, mal eine schöne Linie da rein, damit das auch sauber aussieht. Dann hier nicht mal malen kann er. So. Die blaue Route, wenn der hier runter geht, erst hier runter geht, suche ich mir unten Long-Einstiege, lasse die nach oben laufen. Läuft er erst nach oben, suche ich mir oben Short-Einstiege, lasse die nach unten laufen und hier unten an diesen Bereichen würde ich die ganze Geschichte drehen. Als Ziele können wir uns oben immer entweder unsere Zielbereiche nehmen, hier, die sich hier auch schön sauber decken. Wieder die Nummer von gestern, 1,2358, ne? Kommt euch aus gestern wahrscheinlich noch bekannt vor, weil das war auch eine Nummer von gestern. Und der sollten wir uns widmen. Für die, die keine Kunden bei uns sind oder noch keine Kunden bei uns sind, weil soll ja auch ein Händler leben ohne Forex Pro System oder ohne Trading License Company und ohne Paternoster Club geben. Ob das dann Sinn macht, weiß ich nicht. Aber für die, die noch nicht bei uns gelandet sind, die sollten sich jetzt hier einen Screenshot machen, damit sie ihren Tagesplan dann auch haben. Okay, Tagesplan hier klar. Sind Fragen dazu? Ja, weil das hier sind die anderen Zielbereiche. Ich habe mir nur für hier unten habe ich den kurz eingeschaltet. Die hier sind absolut identisch. Ich gleiche die Zielbereiche mit dem Kanal ab. Deswegen war das unterschiedlich, je nachdem, welche ich einschalte. Wenn ich die einschalte,
Dann bin ich genau da unten, dann macht er einen Spike aus dem Kanal raus und dann nach oben. Und wenn ich die einzeichne, wirst du sehen, dass die identisch sind. Okay? Was ist 1,2358? Da 1,2358 ist da unser Zielbereich von gestern. Deswegen habe ich gesagt, ihr müsst euch bekannt vorkommen. Deswegen sage ich auch immer morgens, wenn ihr mir zuhört oder wenn ihr mit uns hier was erarbeitet, bitte schreibt euch das alles auf. Aufschreiben. Ich weiß, die Jungs im Schwarzwald können nicht schreiben. Das kommt daran, wenn man guckt, ob sein Schnaps immer noch gut ist, wenn man jeden Abend guckt, ob der Schnaps noch gut ist, dann findet man morgens auch kein Zettel und merkt sich auch so eine Marken nicht. Deswegen, das hier deckt sich mit einer Marke von gestern. Je mehr sich diese Marken mit irgendwas decken, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er auch angelaufen wird. Okay. Genau. Oh, hier sieht man sogar noch die Sessions von gestern. Das, was wir gestern hier gehandelt haben. Wir sehen, ich habe noch einen ganz kleinen Verlust-Trade hier gemacht und gestern waren es 27%, 27,92% und 1556. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Das automatisch eingeblendet. So. Und das waren diese pyramidisierten Punkte, die wir gemacht haben hier in der ganzen Geschichte, die wir hier erhandelt haben. So, nehmen wir wieder weg. Schafft nur Begehrlichkeiten. Wie Nelson, klär ihn auf. Aufgeklärt hat mich mein Vater. Zwar ein bisschen spät. Na so, dieses Chartfenster habe ich seit gestern auf. Oder seit vorgestern. Ah, okay. Naja, ich glaube, dass man den Rechner wenigstens einmal die Woche runterfährt, dürfte klar sein, oder? Ah, dann sind es 2 Tage. Alles klar. Danke, mein Lieber. Okay, aber hier sind ja auch noch ein paar Leute dazwischen. Oh, scheiße, unsere Zeit ist rum. Nelson, darf ich noch 5 Minuten? Ja, kein Problem. Gut. So. Wir haben den DAX an der 14.000 gesehen vorhin. Glatt an der 14.000. An der 14.000 spätestens sollte für mich Schluss sein. Ich wollte gestern noch einen Entry erklären, den wir gestern geschortet haben, wo ich gesagt habe, ich erkläre ihn mit dem Stop. Und zwar, wie gesagt, ich steige ein bei, wer weiß es noch, was habe ich gesagt, wo shorte ich, in welchem Bereich? Und vor allen Dingen die Uhrzeit. Richtig. Ich habe gesagt, 13.910 am Abend, Stops 25.
So, wir waren dann hier in dem High, waren wir bei 13.935. So, und jetzt nehmen wir mal, ich zeige ich mal das Muster mal ein. So, genau da. Und dann gehen wir in den 1-Minuten-Chart. Da muss ich irgendwo hin. Da. So. Da ist der 1-Minuten-Chart. Kann mir jemand die Uhrzeit sagen, wann ich das geschrieben habe? 19:25 Uhr, 18:25 Uhr. Das heißt, wir suchen uns hier 19:25 Uhr. Da. 19:25 Uhr. Hier diese Geschichte. Da. Wir haben, als ich das geschrieben habe, waren wir hier genau in dieser fallenden Bewegung. Da. Und ich wollte mich da drunter einstoppen lassen. Muss ich genau suchen, wo wir da. Da haben wir dieses Hoch, da. Bei der 09, deswegen habe ich 25 gesagt, bei der 10 will ich shorten, idealerweise nämlich hier, wenn er da drüber ein nachlaufendes Hoch macht, da haben wir das nachlaufende Hoch. Entweder geht man mit einer Limit Pullback rein, das wäre die eine Geschichte, oder ich lasse mich unter den steigenden Kerzen einstoppen und dann Stop 25. Und ich bin unter den steigenden Kerzen eingestoppt worden mit einem Stop von 25 Punkten. Und das Glück, was ich hatte, ist, dass wir dann eingestoppt wurden bei 13.911 und nicht bei 13.910. Und das High, welches wir hier hatten, war bei 13.935 und nicht bei der 36. Das heißt, er hat meinen Stop hier ganz knapp verfehlt um 0,2 oder 0,3 und deswegen, ich habe das gar nicht gemerkt, habe ich dann gestern Abend gesagt, hier Stop Break Even, auch wenn wir da rausgeflogen sind. Das heißt, ich will nicht zwingend diese feste Marke haben, sondern ich will immer sehen, mit einem nachlaufenden Hoch in dieser Form zu arbeiten. Und dann lasse ich mich logischerweise unter steigenden Kerzen einstoppen. Ich habe jetzt die Uhrzeit nicht genau im Kopf, wo es passiert ist, aber entweder lasse ich mich unter steigenden Kerzen einstoppen oder wenn ich hier auf ein nachlaufendes Hoch warte, dann mit einer Limit Pullback. Und selbst dann in beiden Fällen kommen wir über der 10 rein. Immer. Ist das verständlich? Wie macht man das unter den steigenden Kerzen einstoppen lassen? Indem du hier eine Order hinlegst. Ich sage jetzt einfach mal, kann ich ja ganz entspannt machen. Indem du hier jetzt eine Short Order hinlegst. Hier. Und sagst dann diese Order, da, sagst, du sollst die Order trailen, Period Low High, letzte Kerze, PLH1, und ich gebe ihm dann einen Punkt Abstand. Und wenn ich das in der Form einstelle und sage PLH1 mit einem Punkt Abstand und diesen Trail hier aktiviere, dann zieht er diese Short Stop Order automatisch unter dem Tief immer einen Punkt unter der letzten Kerze hinterher. Okay? Verstanden? Aber ihr könnt das in der Aufzeichnung nochmal einstellen. Meine Limit Pullback-Einstellung ist unterschiedlich. Je nachdem, wo drinne ich handel. Bin ich im 5-Minuten-Chart unterwegs,
mache ich meine LPO-Einstellung immer an der Vola abhängig. Wenn wir hier nicht so eine starke Vola haben und im 1-Minuten-Chart unterwegs sind, dann würde ich hier sogar mit 1-2 Punkten Rücklauf arbeiten. Wenn ich im 5-Minuten-Chart unterwegs bin, arbeite ich mit 3 oder 4 Punkten. Um die übergeordnete Zeitebene hier mal zu zeigen, wir sind hier, zack, immer noch oben drüber, über der 13.900, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Ein Allzeithoch nach dem anderen. Was folgt auf ein Allzeithoch? In der Regel folgt ein neues Allzeithoch. Dazu will ich jetzt aber einmal zurückgehen und mal alle Linien rausnehmen hier, weil die müssen raus und die Linien müssen auch alle raus. Wir hatten hier oben das alte Allzeithoch. Da bei der 13.636 hatten dann einen Rückschlag und dann haben wir noch ein Allzeithoch und noch ein Allzeithoch und noch ein Allzeithoch, immer ein kleineres und dann kam dieser Abverkauf. Hier in diesem Bereich waren die Schreie schon sehr laut, als wir da oben drüber sind, waren hier die Schreie schon sehr laut, oh 14.000, 15.600 und was weiß ich nicht alles. Und in Wirklichkeit haben wir uns dann in einer Range aufgehalten, hier oben, da bei der 13.800 circa, müsst ihr euch mal alleine einzeichnen, 13.800 und 13.640, ein paar Tage dazwischen rumgetunt, um dann einmal kurz oben drüber zu lupen und dann abzukacken. Gut, Corona-bedingt. Jetzt nehmen wir mal diese Situation und vergleichen die mal mit dem, was wir hier haben. Wir haben hier das alte Allzeithoch. Ich verlängere diese Linie einfach mal. Die ist nicht ganz gerade geworden wahrscheinlich. Genau. Ups, muss ich mal ein bisschen rüberschieben und ein bisschen. Ja. Wir haben hier bei 13.640, da haben wir ganz kurz drüber gelugt, dann dieser Rückschlag, so wie wir ihn hier auch hatten. Jetzt sind wir hier oben drüber und jetzt turnen wir hier in einer ähnlichen Range rum. Da haben hier den ähnlichen Verlauf, nur zwischen nicht 13.800 und 13.600, zwischen 13.900 und 13.600. Und wenn wir jetzt hier drunter wieder einen Tagesschluss kriegen sollten unter der 13.900, dass wir nicht nachhaltig da oben drüber gehen, dann sollten wir einen härteren Rückschlag einplanen. Also, ich bin gut, dass es da draußen einen Haufen Optimisten gibt, aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir genau immer 3 neue Allzeithochs. Wir haben hier genau das gleiche Spiel. Jetzt haben wir sogar heute das 4., wenn es jetzt einen Rückschlag geben sollte. Deswegen will ich die Optimisten, die zu optimistisch sind, da draußen ein bisschen einbremsen und nicht zu optimistisch auf die 15.600 zu setzen. Die 14.000 haben wir jetzt heute schon mal gesehen. Aber gerade an diesen Marken sollten wir mit herben Rückschlägen rechnen, die passieren können. Auch hier hatten wir ein High bei 13.827. Guckt euch diese Geschichte bitte mal im Stundenchart oder so an. Und danach ging es dann massiv bergab und das hier ist das Corona-Gap von Sonntag auf Montag. Das hier war der Donnerstag, hier war Freitag kleiner Verfall und dann ging es Richtung Süden massiv. Also bitte nicht zu optimistisch und selbst wenn ihr Long seid und Optimisten seid, dann bitte beachtet vielleicht oder nehmt meine Worte ein bisschen zu Herzen und lasst ein bisschen die Vorsicht walten. Und damit
bin ich auch schon am Ende, auch wenn wir heute ein bisschen überzogen haben, bin ich schon am Ende für heute und sage, danke, dass ihr mir einen Urlaubstag geraubt habt. Und danke, Nelson. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was lernen. Ich werde dir nachher die PDF und die Performance-Beschreibung noch zukommen lassen, wenn es recht ist. Und dann könnt ihr das vielleicht in den Nachfassmailern alle Teilnehmer und alle, die hier angemeldet waren, vielleicht mit rausjagen, wenn die Aufzeichnung fertig ist. In diesem Sinne sage ich, wer das direkt von uns haben möchte, kann selbstverständlich auch eine Mail schicken. Dann lassen wir es euch heute noch zukommen. Und in dem Sinne sage ich jetzt erstmal danke, dass ihr euren Hintern morgens aus dem Bett bewegt habt. Danke, dass Nelson auch so früh da war. Und sag tschüss, tschüss, moin, moin, euer Thorsten. Ja, super. Vielen, vielen Dank, Thorsten. Und noch einen schönen Urlaub. Ja, und danke. Ich bedanke mich natürlich auch bei allen Teilnehmern fürs Live dabei sein. Wünsche natürlich einen erfolgreichen Tag und würde mich freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Also bis dahin, alles Gute, bleiben Sie gesund. Bis dann. Ciao.